Wir erleben nach wie vor in der gesamten Gesellschaft eine subtile Benachteiligung von Frauen. Frauen verdienen zum Beispiel im Durchschnitt 21% weniger als Männer bei gleicher Qualifikation und im gleichen Beruf. Und das ist natürlich etwas, was nicht geht und wo man insgesamt die Gesellschaft darauf aufmerksam machen muss, dass Frauen anders sind, als die Medien sie zeigen. Zehn Bewerbungen sind eingegangen. Davon haben uns in den vier Kategorien ungefähr 3 bis 6 erreicht, uns als Jury. Und es war vieles zu Mutterschaft dabei, zu Zwangsehen, waren mehrere Beiträge dabei, erstmals was zur AfD. Und grundsätzlich war es sehr vielfältig wieder und sehr schön, dass uns diese Beiträge so im Blog erreicht haben, die sonst während des Jahres ja auch an uns vorübergehen. Der Ursprung zu dem Feature, die toten Mütter meiner Tochter, ist gewesen, als nach der Geburt von meiner Tochter ich eigentlich ein Jobangebot, für das ich super qualifiziert gewesen bin, nicht bekommen habe. Und das ist so ein bisschen der Auslöser dafür gewesen, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen und damit, was meine Mutter und meine Großmutter für Rollen gehabt haben. Und das hat zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Feminismus und mit Gleichberechtigung in der Gesellschaft heute geführt.